Was hat eigentlich der jüdische Sportverein Maccabi mit dem AVD zu tun? Genau das erfahre ich jetzt von Alon Meyer. Er ist der Präsident Maccabi Deutschland und auch Maccabi Frankfurt. Alon, was habt ihr mit dem AVD zu tun? Der Zufall hat uns zusammengebracht. Auf einer Bootstour habe ich die Möglichkeit gehabt, Herrn Braun kennenzulernen, indem ich die tolle Reise damals zu den European Maccabi Games von Baikan erzählt habe und der sofort Feuer und Flamme war, diese Reise auch wieder zurück nach Israel zu vollziehen. Die Maccabi Games, das ist, muss man sagen, die drittgrößte Sportveranstaltung weltweit, direkt nach den Olympischen Spielen und nach den Paralympics. Findet alle 4 Jahre statt, also auch im olympischen Turnus sozusagen. Und zum ersten Mal 1932 in Jerusalem. Da sind die Biker auch schon unterwegs gewesen, 1931, genau auf der Tour, die ihr jetzt ja auch fahren werdet. Wenn ihr unterwegs seid mit den Bikern, wie wichtig ist denn dann die Unterstützung vom AVD für euch? Die Reise an sich ist für uns eine Herzensangelegenheit. Dann kommen bei vielen Leuten Gefühle auf, die kaum zu beschreiben sind. Und insofern brauchen wir die professionelle Unterstützung, um diese Reise auch so zu vollziehen, wie wir sie vorhaben. Sie ist jetzt noch viel größer, sie ist jetzt noch viel länger und noch viel schöner, dank dieser großartigen Unterstützung von so vielen Ortsvereinen des AVDs, der wirklich mit Mann und Maus dahinter ist, der zu seiner Geschichte steht und ihn nicht unbedingt wie viele andere Vereine sich hat eingliedern lassen. Das zeigt im Prinzip den AVD, das zeigt die Geschichte und das Besondere. Und deswegen wird die Reise auch so professionell. Von wo nach wo geht's und wie viele Teilnehmer habt ihr? Wir haben bisher, das ist schwer zu sagen, weil sich an vielen Teilabschnitten viel mehr Biker zusammentun. Wir haben sogar ein großes Problem auf der Reise innerhalb Kölns, wo sich bisher 130 Biker mittlerweile zusammengefunden haben und wir dort die Stadt mehr oder weniger lahmlegen werden. Aber de facto, die Reise beginnt in London, geht in Deutschland über Berlin, geht Köln, Frankfurt, Würzburg, München und dann noch weiter bis hin zur Schiffsüberfahrt nach Tel Aviv. Eigentlich werden die Reise zentral 17 Leute jetzt mitfahren, komplett. Es geht zur Eröffnungsfeier der Maccabia, wie ich eben gelernt habe, so nennt man sie. Und ihr habt eine Fackel dabei, richtig? Genau so ist es. Wir bringen im Prinzip die olympische Fackel, die es damals auch in Europa gebracht wurde, nach Israel, bringen wir jetzt, haben sie vor 2 Jahren von Israel nach Berlin zu den European Maccabi Games 2015 nach Berlin gebracht und bringen sie jetzt wieder zurück. Eure Tour heißt Ride for Solidarity. Was ist euch wichtig auf dieser Tour, auch gerade wenn ihr auf der Straße unterwegs seid? Das ist wichtig, dass wir im Prinzip deklarieren, ein friedliches Zusammenleben mit den Juden hier in Deutschland, aber auch automatisch mit dem Staat Israel, mit der besonderen Verbindung, die wir zu dem Staat Israel haben. Und wir können eben nicht mehr auf die Straßen gehen und irgendwelche Boykottaufrufe von BDS hier in Deutschland zulassen, die Zionisten weltweit verfluchen. Damit haben wir ein großes Problem. Und insofern werben wir dafür, wir werben für ein friedliches, demokratisches Miteinander. Wie wird das denn so verkehrstechnisch dann geregelt werden? Habt ihr da irgendwelche Maßnahmen? Wir haben schon Maßnahmen. Wie gesagt, dank des AVDs, dank der professionellen Unterstützung planen wir schon mit einer gewissen Größe. Aber der Zulauf ist vor allem dank des guten Wetters, auch das wir jetzt haben. Also der Allmächtige spielt wieder mal eine große und wichtige Rolle und unterstützt uns dabei. Haben wir einen großen Zulauf und der wird immer größer. Aber geplant und organisiert sind gewisse Nebenstraßen, die auch mit einer großen Gruppe gut möglich sind. Also wir wünschen euch, wie sagt man bei Motorradfahrern? Berzlacher. Berzlacher, mit viel Erfolg, genau. Mit viel Erfolg wünschen wir euch, dass ihr die Fackel nach Jerusalem bringt und natürlich ganz viel Erfolg. Sicher ankommen, das ist die Hauptsache und viel Spaß haben, das ist das Motto der Reise. Danke. Das wünschen wir euch. Vielen Dank, Alon Meyer. Danke.